Unser Leitspruch ist Innovation durch Tradition und durch das, dass wir zwei Küchenchefs sind. Ich ein bisschen so der Moos ist das sehr moderne und ich eher der klassische und es entwickelt sich dann immer bei neuen Gerichten und allem kommt immer diese Philosophie zu Trage und mit dem setzen wir uns auseinander und ich glaube durch diese Unterschiedlichkeit gibt es dann ganz neue Gerichte und die bisher so noch nicht da waren. Ja, wir sind quasi Doppelspitze, gell? Das ist natürlich auch sehr untypisch, sag ich mal, heutzutage. Natürlich sind Köche Egomane, ja, und haben natürlich auch diesen Geltungsdrang und ich glaube, das haben wir alles hinter uns. Natürlich sind wir sehr fokussiert und bestrebt immer natürlich auch die Maxime zu erreichen, ja, und das zeichnet uns halt natürlich auch aus und versuchen natürlich auch Trendsetter zu sein oder Vorbilder auch zu sein in der Gastronomie, wo wir auch natürlich für unseren Nachwuchs auch ein Vorbild sein wollen und dass Gastronomie nicht nur hart ist, sondern auch Spaß macht und dass man sowas sich auch teilen kann. So entstehen auch unsere Gerichte. Ich meine, mal hat der Sebastian eine sehr, sehr gute Idee, ja, die aus der Klassik entstand. Mal sage ich, okay, die ist super, aber die ist vielleicht so nicht mehr, so wollen wir es nicht mehr präsentieren. Und da fängt erstmal der Prozess an, sage ich mal, das Gewohnte zum Ungewohnten wieder darzustellen oder zusammenzufügen. Und das ist halt unsere Handschrift. Wir versuchen so unsere Bildsprache, unsere eigene Bildsprache zu definieren auf dem Teller und natürlich auch mit dem Geschmack natürlich und dem Produkt zu überzeugen. Wie gesagt, man sieht es schon optisch, wir sind ein bisschen unterschiedlich und ab und zu haben wir auch unterschiedliche Meinungen in der Küche. Dann wird mal kurz ein bisschen diskutiert und ab und zu ist auch mal einer sauer, aber das ist wie eine richtige Beziehung. Generell schätzen wir uns beide extrem und menschlich und fachlich. Menschlich, fachlich und haben durch das eigentlich sehr, sehr viel Spaß und ergänzen uns super. Und die Unstimmigkeiten, die wir haben, die bringen uns beide weiter. Das freut uns natürlich sehr, dass die IHK uns gewählt hat und sich verwöhnen lassen hat von uns und gesagt hat, hier im Einstein Gourmet, da muss man mal hin. Und um zu schauen, wie sich die beiden Küchenchefs wirklich schlagen, ja, in der Küche und draußen am Gast, ob es wirklich so harmonisch ist. Und ich glaube, das haben wir bewiesen, dass es so ist. Ja. Dankeschön.